Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Heute möchte ich mich mit euch unterhalten, beziehungsweise ihr hört ja zu. Also ich erzähle euch, aber in den Kommentaren könnt ihr ja mir sagen, was ihr denkt. Und zwar ist entgegen dem, was der Bundesgerichtshof entschieden hat, das Wechselmodell durchaus möglich, indem Eltern, selbst wenn Eltern nicht kommunizieren und kooperieren. Und die Begründung liefert der Bundesgerichtshof eigentlich selber. Ne? Also der andere Titel dieses Videos könnte lauten, warum die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass das Wechselmodell in der Regel nur angeordnet werden kann, wenn die Eltern kommunizieren und kooperieren, völliger Dreck ist, Bullshit, Schafscheiße, die größte Idiotie seit der Behauptung, die Erde ist eine Scheibe ist. Und zwar, überleg mal. Der Bundesgerichtshof sagt, wenn Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, können sie nach der Trennung die Kinder nicht mehr halbe halbe, 50-50, paritätisch erziehen. Geht nicht, weil sie müssen kommunizieren und kooperieren, damit man sozusagen gemeinsam im Wechselmodell erziehen kann. Und dann, die Konsequenz daraus ist, dass die Kinder in der Trennungsfamilie dann einen Haupterziehenden, im schlimmsten Fall nur noch alleinerziehenden Elternteil haben. Und das ist ja jetzt das Paradoxe an der BGH-Entscheidung. Dieser Elternteil, der sozusagen der Sieger ist, der muss nicht mehr kommunizieren und kooperieren, kann aber die Kinder erziehen. Ja? Also der andere Elternteil, der die Kinder vielleicht nur noch jedes zweite Wochenende sieht, und ein paar Stunden in der Woche, wie es so üblich ist. Ja, das ist heute, sagen wir, das Almosen für den Elternteil, der dann verliert. Der kann die Kinder ja auch weitererziehen, obwohl er weiterhin nicht kommuniziert und kooperiert wird. Also, wo ist der Unterschied? Ja? Also, selbst wenn das Gericht entscheidet, und es kommt auch oft genug vor, ah, der andere Elternteil hört nicht auf, das Wechselmodell zu wollen, ja. Das ist gefährlich, der darf jetzt das Kind oder die Kinder gar nicht mehr sehen. Dann hat ja der Gewinnerelternteil die Kinder, das Kind komplett. Und dann muss er ja auch nicht kommunizieren und kooperieren. Also gibt es ja gar keinen Unterschied dazu, wenn die Eltern 50-50 die Kinder betreuen, ohne Kommunikation und Kooperation. Also das Gegenteil vom Wechselmodell ist ja das Residenzmodell, wo das Kind eine Hauptresidenz hat, eine Niederlassung sozusagen bei dem dominierenden Elternteil, dem Sieger in dem ganzen Umgangsstreit. Also ist eigentlich das Wechselmodell, in dem die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, einfach nur dasselbe wie das Residenzmodell, aber 50-50 aufgeteilt. Und wenn das Residenzmodell doch keine Gefährdung des Kindes ist, wenn die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, warum soll es dann ein Wechselmodell sein, in dem sie nicht kommunizieren und kooperieren? Das macht gar keinen Sinn. Also die Eltern können doch, wie es im Fachbegriff heißt, parallel erziehen, ohne kommunizieren und kooperieren. Ja? Und das Totschlagsargument hier, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, ja, wenn ein Elternteil stirbt, kann man doch immer noch seine Kinder erziehen und betreuen. Ja? Egal, ob man dann einen Draht in den Himmel hat oder nicht. Ja? Also, es macht keinen Sinn, was der BGH entschieden hat. Weil das Wechselmodell ohne Kommunikation und Kooperation sind einfach zwei parallel verlaufende Residenzmodelle. Und das Residenzmodell ist ja dann das, was der BGH sehen will, wenn die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren. Es macht keinen Sinn. Ist in sich nicht schlüssig. Ist in sich paradox. Okay, bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ciao, ciao.